Hallo liebe YouTubies, herzlich willkommen. Wie ihr es vielleicht schon hören könnt, ich bin richtig schön erkältet und ich muss sagen, ich bin auch selber schuld, weil ich hatte eigentlich vor ein paar Tagen einen Zahnarzttermin gehabt, den habe ich vor ein paar Wochen schon ausgemacht und habe dann noch gedacht, hoffentlich bist du nicht erkältet. Schwupp, beim Universum bestellt und bekommen. Ja, was soll's? Also in diesem Fall, ja, das ist wieder wirklich so ein Zeichen dafür, das, was man beim Universum bestellt, bekommt man auch. In diesem Fall ist das jetzt nicht ganz so günstig für mich ausgegangen, aber ich nehme das halt mit Humor und ja, es bestätigt halt immer wieder, dass da was dran ist. Und ja, und es ging mir also wirklich erst gleich zu Anfang der Erkältung total dreckig und da habe ich echt gedacht, so, naja, nimmst du mal von mal eine richtig hohe Dosis von Immunregulatoren und obwohl die ja leider nicht vegan sind, was mir auch wirklich immer so ein bisschen ja Kopfzerbrechen bereitet, und ich musste die natürlich erstmal energetisch reinigen und das Karma daraus nehmen und die auch energetisch wieder aufwerten. Und habe dann aber doch tatsächlich mal eine hohe Dosis davon genommen. Und ich muss sagen, also es hat natürlich die Erkältung nicht weggezaubert, weil es ist ja kein Wundermittel. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Erkältung so in der Peripherie äußerlich stattfindet und mich das innerlich eigentlich gar nicht belastet. Erkältung ist da, aber sie berührt mich innerlich nicht. Und ich bin also wirklich total begeistert. Also ganz, ganz klasse Zeugs. Muss ich wirklich sagen. So und ja, und das jetzt eigentlich mal so die Überleitung zu dem eigentlichen Thema, worauf ich eigentlich heute hinaus wollte, ist, warum tun eigentlich so wenig Menschen etwas für ihre Gesundheit, also wirklich für ihre Gesundheit oder wollen für ihre Gesundheit nichts ausgeben? Ganz oft sagen Leute zu mir, oh, wir ernähren uns ja gesund ja, was essen die dann? Fisch und Hähnchen und Käse und so, das ist ja schon mal so ganz, ganz schlimm. Weil das ist ja kein gesundes Essen. Also man muss schon das karmafreies Essen und so gesund wie möglich essen. Und natürlich kann man auch mal was nicht so ganz gesund ist, essen. Aber das Universum, selbst wenn man das energetisch reinigt und die schlechten Sachen rausnimmt und gute Energien da wieder reingibt, aber das Universum, das unterstützt das nicht immer und auf Dauer. Also es unterstützt eigentlich nur karmafreies Essen und gewaltfreies Essen. Und das kann eigentlich nur letzten Endes wirklich eine vegane Ernährung sein, ganz am Ende. Und was aber auch ist, dass die Leute so wenig bereit sind, auszugeben für gutes Essen und für gute Dinge, die in ihrem Körper wirklich gut tun. Die sagen dann, Obst und Gemüse sind so teuer und so, aber das ist doch, die Gesundheit ist doch das wichtigste und höchste Gut, was wir dabei haben. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Also ohne Gesundheit kommen wir dann noch nicht mal zu dem Geld, was wir brauchen, um gute Nahrungsmittel zu kaufen. Und im Grunde genommen, wenn ich mich gesund und gut ernähre, ist auch alles andere im Fluss. Also muss ich mir dann um die Möglichkeiten, mir das zu gönnen, keine Gedanken machen. Also, dass sie auch sagen, so, ja, wir können nicht jeden Tag selber kochen und essen dann lieber diesen Schrott aus dem Kühlregal, also Fertiggerichte mit Fett drin und. Und eigentlich ja, wie gesagt, also für gutes Essen etwas mehr auszugeben, gerade für Obst und Gemüse, ist so, so wichtig. Es muss ja noch nicht mal Biogemüse sein oder Obstgemüse sein. Wie gesagt, da kann man ja die negativen Energien herausnehmen und positive hereingeben. Das wird auch vom Universum unterstützt. Also muss man noch nicht mal auf das teure Bio-Obst greifen, aber doch bitte schon auf Obst und Gemüse und auf tierische Produkte verzichten. Und genauso ist es, dass die Leute lieber diesen Pharmaschrott in sich rein futtern und das, was die Ärzte ihnen verschreiben. Also wenn ich zum Arzt gehe mal und wenn ich da ein Rezept bekomme, dann bin ich kaum aus der Praxis wieder rauf, dann schmeiße ich das in den Müll, weil ich sage, dass die negativen Energien, die in diesem Zeugs drinne sind, das tue ich mir nicht rein. So viel aufwerten kann ich überhaupt gar nicht.
diese schlechten Energien. Das geht gar nicht. Aber anstatt auch da mal zu gucken, denn auch da gegen meinetwegen gute Ergänzungsmittel oder mach doch mal, guck doch mal Dr. Probst mit seiner Darmreinigung mit Schwefel. Ich meine, so ein Päckchen Schwefel kostet mit Versand 500 Gramm 10 Euro. Das ist dann nachher schon die Rezeptgebühr von dem Mist und ihr werdet damit viel weiterkommen. Und das verstehe ich einfach nicht. Dass die Gesundheit muss es einem wert sein, dass man da gut und das kann gar nicht gut und teuer genug sein. Natürlich ist nicht immer teuer auch immer super gut, aber zumindest, dass man sich Obst und Gemüse und vielleicht ein gutes Superfood-Pulver oder und Algen irgendwie sowas gönnt oder Immunregulatoren oder was auch immer ihr wollt, wo ihr das Gefühl habt, das tut euch gut. Und wenn ihr meint, ihr braucht überhaupt noch etwas aus der 3D-Welt, was euch gut tut, weil eigentlich brauchen wir überhaupt keine Pillen mehr und solche Sachen, sondern wir können eigentlich auch alles energetisch bereinigen, aber soweit sind die meisten in der 3D-Welt ja nicht, da fehlt noch so ein bisschen was bei den meisten und wir arbeiten ja daran, vielleicht auch gemeinsam. Ja, das wollte ich eigentlich nochmal so transportieren, dass es also ganz, ganz wichtig ist, eure Gesundheit ist das höchste Gut und das ist der Anfang von allem anderen Wohlstand, sage ich jetzt mal so. Egal, was ihr euch für Träume und Wünsche oder was ihr für Träume und Wünsche habt, Gesundheit und Selbstliebe und eine positive Einstellung zum Leben ist der Katalysator schlechthin. Also ich fand das, neulich habe ich das mal wieder gelesen, so mach einen Schritt auf Gott zu oder auf das Universum oder wie auch immer man es nennen will und er oder es kommt dir den Rest des Weges entgegengelaufen und das fand ich also sehr, sehr schön und ich finde gerade da an den Basics zu arbeiten ist total wichtig und dann folgt alles andere auch und ja, seid nicht zu geizig mit Dingen, wo ihr denkt, dass sie euch eigentlich gut tun würde, aber sie sind eben halt irgendwie teuer. Weil, also immer wieder höre ich das, ne, das ist ja aber ganz schön teuer und ach nee, das ist mir zu teuer. Dann gehe ich lieber in die Apotheke und kaufe mir 20 Medikamente und bin nachher auf dem gleichen Preis und habe dann einen Haufen Schrott. Also das jetzt eben halt so zum Gesundheitsvideo, weil ich eben gerade so passend toll erkältet bin und mir da eben halt auch, ja, jetzt doch nochmal, ich sag mal, den 3D-Schub gegeben habe, weil auch ich bin jetzt nicht immer auch unbedingt so hoch in der Schwingung, dass ich gar nichts physikalisch brauche. Das gebe ich auch offen zu. Es klappt oft, aber nicht immer. Aber das ist ein Prozess. Wir arbeiten alle daran. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn das nicht der Fall ist, gebt mir einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal. Stellt Fragen. Schreibt Kommentare. Teilt das Video und drückt das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch keins mehr. Und dann wünsche ich euch, ja, einen gesunden Tag, go vegan und Namaste. Tschüss.